Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners, und ihr merkt, ich lächle ein bisschen. Ich habe hier Post bekommen. Ich habe Post aus Irland bekommen. Ich gehöre nun seit ein paar Monaten zu den Celtic Whiskey Club, und die schicken immer wieder ein paar Pröbchen hier rüber, Samples, eine Probe, und das sind ziemlich neue Whiskys. Leider bisher war alles dabei, was ich schon mal hatte, aber heute ist das etwas, was ich noch nicht hatte, was es auch gar nicht gibt, nämlich Teeling Revival Nummer 5. Ha! Also, das ist unser zweites Sample jetzt hier in 2018. Das war in Ex-Bourbon-Fässern, das ist 12 Jahre alt, das ist 46%. Und das wurde auch nachgereift, also gefinished in Brandy- und Cognac-Fässern. Und das ist der allerletzte Abfüllung hier von der Teeling Revival Serie überhaupt. Ja, also das ist echt interessant. So, 15.000 Flaschen wird es davon weltweit geben. Und das ist so ein Pre-Release Sample. I'm special. Also, was haben wir denn da noch? Immer wieder gibt es mehr und mehr Brandy-Finished Whiskys. Habe ich auch sogar eins hier gehabt. Habe ich die hier? Ist schon weg. Mein Woodford Reserve war auch ein Brandy-Finished. Das ging auch schnell weg. Mein Cherrywood irgendwie nicht so schnell, komischerweise. Und es wird auch hier sogar eine kleine Facebook-Tasting dazu geben in ein paar Tagen. Also wenn dieses Video jetzt hier rauskommt, wahrscheinlich ist das schon längst vorbei. So, was haben wir jetzt hier? Ich habe ein paar Tasting Notes da, ich werde sie nachher auch anschauen. Also ich werde das hier mir gönnen, ich werde mir noch ein Video auf Englisch machen und ich werde versuchen, bei der Facebook Tasting damit hier klarzukommen. Plastik, also ist okay, die schicken das dann aus England, oder Entschuldigung, aus Irland, direkt aus Dublin. Ist so. Entschuldigung, ein bisschen Frosch im Hals habe ich hier, aber ich mache einfach weiter, denn ich freue mich hier, das hier verkosten zu können, denn bisher war ich relativ enttäuscht von den Teeling Revivals. Die haben da etwas ältere Angaben gemacht mit 14, 15 Jahren, und mein Gefühl war es, dass sie immer wieder nette, alte Whiskys genommen haben. Damals wurden die abgefüllt, denn bei Cooley, die lagerten dann da, und dann haben sie einfach gesagt, okay, Finish oben drauf und pfiuh. Dann schmeißen wir die raus mit einer schönen Flasche und einer tolle Verpackung und dann nehmen wir viel Geld dafür. Ich habe gar keinen Preis, Pre-Release Sample, aber bisher waren die Preise jenseits von 100 Euro, was ich ein bisschen arg viel finde hier für ein Irish Whiskey. So, Nase. Ich habe hohe Erwartungen und meine Erwartungen sind bisher noch nicht erfüllt ganz. Also, es ist relativ mild. Eine leichte, cremige Irish Moment habe ich. Ich kriege diese Birne, was ich immer wieder auch denn bei Irish Whiskey bekomme. Hier steht bei Nose, getoastete Mandeln habe ich nicht. Und dann haben wir hier dieses ausgepressten Trauben und Zitrus. Oh. Da war bei JJ Corey, nicht Corey, bei der Gale, habe ich die Flasche noch denn da? Genau. Da war auch dieser Moment da, wo ich merkte, das ist gut. Getoastete Mandeln? Nee, habe ich nicht. Oder geröstete Mandeln, besser gesagt. Okay, 46%. Probieren wir mal. Mein Control Whisky übrigens heute war die Irishman. Single Malt. Hat sehr viele Auszeichnungen jetzt gerade hier in 2018 bekommen. Erstaunlicherweise. Denn das gibt schon ein paar Jahre schon auf dem Markt. Aber irgendwie wurde es dann neu entdeckt. Ja. Okay, erst einmal für 46% ist es ein bisschen hart. Also ich habe schon Sachen in den letzten Tagen gehabt, wo es denn jenseits von 50% war, das war smooth.
Das ist ja, ein bisschen Feuer noch. Pfeffer. Und ich war dabei, um zu erkennen, gibt es dieses alte Fass-Moment noch? Und das ist das, was meiner Meinung nach Teeling versucht, mit diesen alten Kuli-Abfüllungen noch zu machen, ist die überlagern dieses alte Holz. Denn meine These ist und bleibt damals, Kuli hat einfach Reuse, also wiederverwendbare Ex-Bourbon-Fässer genommen, zweite, dritte, vierte Abfüllung und habe einfach dann abgefüllt damals. Abgefüllt, ist egal, es wird sowieso irgendwie in Blende reinkommen. Und dann, als sie die ganzen Lagerbestände mitgenommen haben, dann plötzlich waren das Schätze, mit denen sie dann auch wuchern dürften. Und dann haben sie gemerkt, oh, das ist nicht 100 € Ware, sondern wir müssen was damit machen. Und Brandyfässern sind schon arg rar. Und da gibt es momentan immer mehr und mehr Leute, die auch danach Ausschau halten. Also von daher sind sie noch schwieriger zu kriegen. Und Cognacfässern ist auch nicht eine Sache, was man jeden Tag auch haben kann. So, noch einmal. Kommt ein bisschen Wasser als zweites hier rein. Ich nehme mir Zeit. Oh, da ist in diesem Moment ein bisschen Limette ist dann da. Das ist das, was bei J.J. Corey hatte, The Gale. Und am Ende ist da ein kleines bisschen eine säuerliche Moment. Was sie hier schreiben, ist das, was ich nicht habe. Also die schreiben erst einmal cremiger Honig. Also zusammen vermixt oder intermingled mit hier floralen Noten, also blumig. Zimt. Ah, wenn man diese Pfefferigkeit aus Zimt haben will. Und dann am Ende steht da Lemon Peel, also Zitronenschale. Ich habe es Limette genannt und nicht Zitrone, so von daher bin ich da absolut konform. Ich muss echt einfach sparsam damit sein, denn es muss praktisch für zwei Videos und auch noch ein Tasting reichen, wo ich online ein bisschen da mit den Leuten aus England oder aus Irland denn da chatten möchte. Wow. Besser als bisher. Yay. Also. Wasser. Und dann gebe ich meine abschließende Beurteilung jetzt hier. Spannend, spannend, spannend. Ich habe keine Ahnung, aber ich mache immer fünf rein zur Zeit. Manche Leute machen zwei und manchmal will ich dann machen, dass es runterkommt, dann auf 40% oder sogar noch weniger. Aber bisher, mein Moment ist mein fünf, ist irgendwie meine Magic Number. Ich weiß, wo wir landen ungefähr, es sei denn, es gibt eine große positive bzw. eine böse Überraschung. Oh, das hat ihm gut getan. Wow. Oh, da kommt ein bisschen mehr dieser tropische Moment, was ich von Dingo kenne. Also, das ist das zweite Batch. Also, der erste Batch war viel, viel besser. Also, der Sherry war ein bisschen für mich enttäuschend. Ich würde gerne, hallo, falls jemand da mitschaut, würde ich gerne den, wie war das jetzt hier? The Pot Still, the first Pot Still Release. Da waren auch nicht genug Flaschen davon, sodass ich glaube, nach Deutschland kam so gut wie gar nichts. Schade, schade, schade. Okay, nochmal Nase. Die schreiben immer wieder auch hier eine trockene Finish, kann ich auch absolut nachvollziehen. Mit anhaltenden Momente von wiederum diese getoastete oder geröstete Mandeln mit Holz. Deine Nase ist ja echt gut. Also nett, nett, nett. Und die haben auch geschrieben, falls da irgendwelche Sedimenten da drin sind, also Non-Chilled Filter, sei nicht überrascht, ich habe keine Sedimenten, schade. Also, da ist auch dieser Moment Blackadder, also wo man wirklich das Zeug unten hat und man sagt, hohoho, ist das gut. Eine vanillige, also ich bleibe bei meiner Limette. Ich habe sogar eine Apfelmarmelade. Meine Oma hat damals auch immer wieder Apfelmarmelade gemacht und sie hat Pfefferminz reingetan. Lecker war das. Mir gefällt's. Schauen wir ein letztes Mal.
ganz am Ende ist ein Hauch, wie ich sagte, von dieser Säuerlichkeit, von diesem Holz, aber der ist so schön überlagert mit allem anderen, was da ist. Von daher gebe ich den eindeutig eine 2, fast plus. Ach komm, 2 plus. Jo, 2 plus. Also das war der beste Teeling Revival, den ich bisher hatte. Wahrscheinlich ist es dieser Cognac, was ich nicht gerne habe. Aber was bisher bei mir absolut gut ankam, war Brandy aus Finnisch. Und ich weiß es nicht warum, weil diese Branntwein, diese Brandy, ist nicht mein Getränk überhaupt. Aber irgendwie das hier aus Finnisch ist eine schöne, schöne Sache. Also vielen Dank jetzt hier an der Celtic Whiskey Shop, also an der Celtic Whiskey Club. Ich glaube, ich bezahle 85 €, damit ich 6 Samples im Jahr zugeschickt bekomme. Das, was sie letztes Mal hingeschickt hatte, war gerade hier, The Quiet Man, 12 Jahre alt, was ich sehr, sehr gut fand. Aber ich habe sowieso die Flasche, also dafür muss man das nicht rüber schicken. Aber darüber habe ich mich echt richtig gefreut. Und als ich schaute, was sie in der Vergangenheit auch hatten, dachte ich auch, wow, das waren gute Abfüllungen. Die kommen schon da dran und Sachen, die man sonst nicht so schnell hat. Sogar noch nicht mal Mareike das auch hat, dann da bei www.irish-whiskies.de. Und das freut mich. Das freut mich, dass ich das hier machen darf. Das freut mich, dass ich es probieren darf. Und ich werde einfach mal vermuten, 129 € in Deutschland. Also von daher kriegt das ein 4+ für Preis-Leistung. Allerdings 3 minus, wenn man die Flasche mit anschaut, mit dieser schönen Box und so weiter. Wenn man ein Collector's Item, ein Sammlerstück haben möchte. Okay, Whiskey Jason hier. Meine Frage des Tages ist, von den verschiedenen Revivals von Teeling, falls du die auch gehabt hast, welche war dein Lieblingsrevival? Ich bin nicht sicher, was ich alles verkostet habe. Ich weiß nicht, ob ich die 1 nicht gemacht habe oder die 4 nicht gemacht habe. Ich glaube, ich habe schon 2, 3 und 4 gemacht. Und 1 fehlt mir. Irgendwo da drüben ist die und ich werde sie irgendwann mal machen. Aber ich habe ungefähr 4000 gefühlte Videos noch vor mir, bevor ich dazu komme. Das ist echt ein Problem, dass man mehr Samples bekommt, als man überhaupt Videos drehen kann. Und ich drehe jeden Tag ein Video. Und das ist schon Wahnsinn. Also, was ist dein Lieblings-Teeling Revival? Und falls du noch nicht ein Revival gehabt hast, welche Teeling ist dein Lieblings? Und da würde ich jetzt hier momentan sagen, der Brabazon, habe ich den, ja, habe ich noch hier griffbereit sogar. Ich mache diese Sache echt gern. Der Brabazon 1, Serie 1 mit den Sherry-Füllungen, das war eine absolut geniale Sache. Sehr, sehr schön, sehr, sehr rund, sehr, sehr einfach fruchtig, eine super schöne Sache. So, Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Liken, abonnieren, anderen erzählen, auf meine Sample-Liste schauen und bei Amazon draufklicken. Ich werde bestimmt nicht dazu verlinken können zu der 5er Version, aber ich versuche mal die Teeling Revival Serie da reinzutun und da könnt ihr einfach mal sehen, was die für wahnsinnige Preise da so nehmen. Von 150 angefangen, von bis 400 für die alten Dinger, glaube ich. Unverschämt. So, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank und bis morgen. Tschüss.